Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch den Film Loose vorstellen, der mir dankenswerterweise von Bildstörung zur Verfügung gestellt wurde, als Rezensionsexemplar. Vielen lieben Dank dafür. Loose ist die Nummer 34 der Dropout-Reihe von Bildstörung. Und bevor ich euch die Edition gleich in der Ego-Ansicht näher vorstelle, noch kurz was zum Film. Es war wirklich nicht einfach, den Film mit dem abgenutzten VHS-Look zu bewerten. Loose entstand als Tillmans Einreichungsprojekt zum Abschluss seines Studiums und ist gleichzeitig sein erster Langfilm als Regisseur. Auch wenn ich den Look und viele Szenen in diesem Film wirklich sehr faszinierend fand, muss ich sagen, es fehlte mir etwas. Auch war ich sehr oft verwirrt und am Ende fragte ich mich eigentlich nur, was habe ich da gerade gesehen? Da war das Booklet dann sehr hilfreich, das in dieser Edition beiliegt. Und auch mit diesen Informationen, die ich im Booklet erhalten habe, die mir ein bisschen mehr dem Film ein bisschen näher gebracht haben, muss ich sagen, wurde ich nicht ganz befriedigt. Irgendwas fehlte mir einfach. Was ich allerdings am Film wirklich sehr, sehr gut fand, ist der Score, die Atmosphäre des Films. Wir bekommen ein tolles Arthouse-Feeling, das schon leicht in Richtung David Lynch geht. Und der dreckige VHS-Look passt einfach sehr gut zu diesem sehr speziellen Film. Mir persönlich war das Ganze etwas zu durcheinander und weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. Ich habe den Film gesehen, ich habe das Booklet gelesen, ich habe die Extras geguckt. Dank dem Booklet, wie gesagt, bin ich ein bisschen schlauer geworden und ein paar Szenen ergeben dadurch mehr Sinn, aber der Film ist einfach so verwirrend und ich wurde nicht ganz warm damit. Es ist definitiv kein Reinfall, kein richtig schlechter Film, aber von mir bekommt er nur 5 von 10 Punkte. Er hatte mich einfach nicht ganz gepackt, auch wenn ich Arthouse-Filme mag und experimentelle Filme sehr zu schätzen weiß. Hier war mir das Ganze doch so ein bisschen zu verwirrend und einfach durch. Also ich weiß einfach nicht, was der Film mir genau sagen wollte. Daher, wie gesagt, 5 von 10 Punkte. Jetzt zeige ich euch die Edition der Ego-Perspektive, also dranbleiben. Willkommen zurück. Nun befinden wir uns in der Ego-Perspektive. Wie erwähnt, ist Loose die Nummer 34 der Dropout-Reihe von Bildstörungen, die wie gewohnt in einem stabilen Schuber daherkommt, in dem ein Keepcase steckt. Um den Schuber gibt es gewohnt die Banderole mit FSK-Logo und anderen Hinweisen. Die Banderole lässt sich einfach entfernen, ohne Kleber, ohne alles befestigt. Einfach hier reingesteckt, was ich sehr schön finde. Gibt noch ein bisschen Werbung. Eine wirklich tolle Reihe, die Bildstörung da immer raushaut. Also die Veröffentlichung. Ohne die Banderole finden wir dasselbe Motiv auf dem Schuber, nur mit einem schwarzen Rahmen, was mir persönlich sehr gut gefällt. Passt auch hervorragend zu diesem Cover. Das Covermotiv ist sehr speziell und gefällt mir und passt auch zum Film. Wirklich sehr gelungen. Auf der Rückseite gibt es ein paar Bilder, die technischen Details, ein bisschen Werbung, könnt ihr euch jetzt mal durchlesen mit dem Bonusmaterial und um was es im Film genau geht. Auf dem Keepcase selbst finden wir einen durchgängigen Druck mit der Barszene aus dem Film. Gefällt mir als durchgängiges Motiv sehr gut. Hier bekommen wir zwei Hauptdarsteller des Films. Im Inneren finden wir neben der Blu-ray-Disc noch das Booklet. Darunter gibt es ebenfalls einen durchgängigen Innendruck. Gefällt mir sehr gut das Motiv. Das Booklet hat circa oder genau 28 Seiten, Moment, ja 28 Seiten. Und hat mir sehr geholfen, den Film etwas besser zu verstehen.
Der aufschlussreiche Text lohnt sich zu lesen und wir bekommen alles rund um den Film, einige interessante Ansichten, die ich so wirklich nicht gesehen hätte. Dazu gibt es ein paar sehr schöne Bilder. Neben diesem Text, der nicht so viel ist wie sonst, das war's schon, gibt es dafür aber noch Drehbuchauszüge. Die fangen hier an. Wirklich eine sehr schöne Beigabe, wie ich finde, gefällt mir. Ähnlich wie bei Henry, da gab es von der Indizierung, die Indizierungsgründe als im Booklet und Listenstreichungsgrund. Sowas mag ich einfach sehr. Das Booklet lohnt sich auf alle Fälle zu lesen. Allein schon, falls man den Film wirklich wie ich nicht ganz versteht und wenn man es dann liest, bekommt man ein paar bessere Ansichten zum Film oder versteht einige Szenen einfach besser. Noch eine Hauptdarstellerin aus dem Film. Versteht einige Szenen einfach besser und mir hat es geholfen, den Film etwas aufzuwerten, weil ich dadurch einen besseren Blick drauf bekommen habe. Wie gesagt, ganz umgehauen hat er mich dennoch nicht. 5 von 10 Punkte. Als Bonusmaterial bekommen wir auf dieser Edition Audiokommentare, Kurzfilme, Making-of, Interviews mit Cast und Crew und eine Trailershow. Das Bonusmaterial lohnt sich genauso anzusehen wie das Booklet. Ist wirklich sehr interessant geworden. Und mich würde es wirklich interessieren, wie ihr den Film fandet, falls ihr ihn schon gesehen habt. Und wie ihr generell die Dropout-Reihe von Bildstörungen findet. Schreibt es mir in die Kommentare. Nochmals vielen lieben Dank an Bildstörungen für das Rezensionsexemplar. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet oder ein Abo dalassen könntet, falls noch nicht geschehen. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen.